So ist es zumindest bei Verbrechern. So, dass man sagt, okay, der ist jetzt halt weg, aber den pinnen wir irgendwo an, zum Beispiel, also sieht das, so sieht man das immer in den Serien. Und dann sieht man da halt, wer gesucht wird und wer, ja, wer zur Fahndung halt aus ist. Und das würde ich einfach, und die sagen einfach, nö, scheiß drauf. Der ist weg, der hat vielleicht ein paar Menschen, er hat ein paar Menschen gefährdet und vielleicht durch ein paar Unfälle hat er vielleicht sogar ein paar getötet, wer weiß, ne? Aber, ach komm, der war jetzt längere Zeit nicht da, den haben wir jetzt längere Zeit nicht gefunden. Egal, dann ist er halt komplett weg, dann ist mir das auch scheißegal. Hä? Total unnötig. Naja, hier haben wir jetzt Most Wanted 3, den Bugatti Veyron Supersport. Den ich um ehrlich zu sein ein bisschen hässlich finde, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sehen erstmal das Auto, wie es sich aufbaut. Also vom Ding her, er sieht nicht mega scheiße aus, also das nun nicht, aber... Oh, da muss ich lang. Aber, ja, ich weiß nicht, ich finde einfach ohne Heckspoiler, das ist es. Ohne Heckspoiler sieht er mega hässlich aus. Und auch bei dem passt die Farbe weiß irgendwie nicht so gut. Und auch die anderen Farben, die sind alle sehr komisch. Ich hätte das gerne komplett... in komplett schwarz oder mit so blauen... Dings. Ja, ja, nee. Quatsch mir von. Oh, meine Nase juckt gerade. Scheiße, fick dich. Ja, ja. Ich frag mich, wie viele, ob die mehrere Nagelbänder haben. Scheinbar. Na, schnell kratzen. So, wunderbar. So. Das war doof, aber okay, wir können hier unten lang fahren und wieder hoch. Ist ja nicht so schlimm. Was für eine Lücke? Es gibt keine Lücke. Ja, der macht das genau wie ich, aber mal verfehlen. Verkacken. Nur der dreht sich zum Glück in die komplett andere Richtung. Das heißt, naja. Das ist ein längeres Rennen. Wie man sieht, 6,1 Kilometer noch. Also jetzt noch 6 Kilometer. Alter. Völlig unnötig, hier hinten lang zu fahren, aber okay. So. Und der Bugatti kommt gerade von hinten. Nein, er ist Bulle, aber der Bugatti ist auch dicht hinter mir. Ach, ich habe lange das Getriebe Pro freigeschaltet. Mensch. Bringt mir, glaube ich, eine schnellere Beschleunigung, wenn ich mich recht einsehe. Modifikation. Getriebe. Ja, ja. Ach, scheiße, genau da rein, ey. Ohne Scheiß. Ich rutsch genau in die blöde... Naja. Fluchtgeschwindigkeit, aha. Alter, das gibt's nicht, ne? Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich meine, es ist nass. Ne? Und ich rutsch einfach nicht. Der driftet einfach nicht wirklich. Jetzt driftet der, aber das bringt mir hier nicht viel. Ich will um die Kurve driften. So um eine 90-Grad-Kurve rumdriften ist auf jeden Fall sinnvoller. Oh, fuck. Ich sehe einfach die Kurven immer nicht. Das ist auch immer das Problem. Es ist zu dunkel auch momentan. Naja. Gut, 2 Kilometer noch. Wieder runter auf den Highway. Das ist ein bisschen geiler. So, was haben wir denn hier? Gut. Harte Gegner. Ja. Oh, hi. Ui, gewonnen. Mensch, besiege den Bugatti Veyron Supersport. Erfüllt. Ja, ich bin auch erfüllt. Erfüllt.
Most Wanted besiegt. Crash ihn für seinen Wagen. Mensch, was für ein Zufall. Warum bin ich dann eigentlich immer so mega langsam? Ich komme mit so unglaublich viel Tempo aus dem Rennen. Bam! Der hat sich aber gedreht und ich hau einfach noch voll drauf. Yes, weißes Gold. Dann wollen wir mal sofort den Bugatti anwählen, beziehungsweise gucken. Alter, guckt euch diese Höchstgeschwindigkeit an. Diese Höchstgeschwindigkeit. Den. Ach, fick dich. So, jetzt gehen wir in den Bugatti. Na, wo sind wir denn jetzt? Mach hin! So, und das ist natürlich das nächste Auto, was wir machen werden. Das ist ganz klar, also dadurch, dass die Geschwindigkeit schon so unglaublich hoch ist, die ist richtig derbe. Ach ja, hier, das war... Whee! So, ich brauche mal einen Highway. Highway! Die Beschleunigung von dem Ding ist auch unglaublich. So, und ab, glaube ich, 250 oder so. Ne, 220, 30 oder so. Fährt er sein Dings aus. Das sieht dann von hinten ein bisschen strange aus. Und wenn man jetzt bremst, Achtung, stellt sich der Heckspoiler hoch. So. Naja, auf jeden Fall mit dem kommt man ganz einfach über 300, das ist kein Problem. So. Gut, das sah jetzt komisch aus. Diese blöden Lichter haben mich gerade irritiert, sonst wäre ich locker dran vorbeigekommen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so das erste Auto, mit dem man was anfangen kann. Nein, natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall eins der besten Autos. Und, auch das schnellste, also... Das ist wirklich das schnellste Auto in dem Spiel hier. In dem Hauptspiel. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie ob der andere Bugatti, dieser Bonus-Bugatti, den man sich kaufen kann oder so, ob der schneller ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Ja, dann wollen wir mal flüchten, ne? Ah ja. Haben sie sich gerade getroffen? Ne, haben sie nicht. Schade, das wäre cool gewesen. Hätten die sich gegenseitig ausgeschaltet. Wäre so cool gewesen. Ja. Es ist auf jeden Fall einfacher, bei Burnout zu fahren, weil, ohne Scheiß, wenn ich jetzt Burnout spielen würde, ich glaube, ich würde die alle wegklatschen. Weil das so einfach wäre. Glaube ich. Weil es ist wirklich, das ist, hat eine schwierigere Steuerung. Das ist wirklich so. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach Burnout, nach dem Let's Play, ja das Spiel hier angefangen habe. Alter, ne? Ich dachte erst mal so, was ist das denn für eine Steuerung so? Alter, das gibt's gar nicht. Ich knall gegen jeden Pfeiler hier. Ja, aber trotzdem kann ich noch immer noch über drei, locker über 300 fahren. Aber wenn ich halt immer gegen diese scheiß Dinger fahre, hier kann man gut geradeaus fahren. Ich hasse es im Dunkeln, weil man einfach nicht erkennt, wo diese scheiß Autos fahren. Das ist immer das Behindertste der Welt. Ja, es gibt hier nur einen Bugatti in der Stadt. Beziehungsweise eigentlich stehen drei rum, aber es fährt immer nur einer, außer es ist ein Rennen. Dann fahren vielleicht mal ein paar mehr. Ja, verzieh ich. Das ist so geil, ey. Die kommen mir entgegen, sind sofort aus dem Kreis. Ach, Himmel, Herrgott. Naja. Gut, Wollen wir mal sagen. Ich mache jetzt doch nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie lange meine, Awesome Lack of Doom. Ich weiß nicht, wie lange meine Festplatte noch mit macht, sag ich mal, weil ich habe ja schon ein bisschen noch was aufgenommen.
Stopping Power haben wir ein Rundkursrennen. Ja, das haben wir heute gehabt. Was haben wir hier? Trailblazer. Ich glaube, das hatten wir heute auch. Sports Sprint, das glaube ich nicht. Obwohl, kann sein. Ich weiß es nicht. Needlepoint, Tempojagd, das hatten wir noch nicht. Sieht man schon. Dann haben wir hier The Getaway. Weiß ich nicht, ob wir das hatten. Liberty Park, Hinterhalt. Hatten wir auch noch. Also hatten wir. Weiß nicht, ob wir es heute hatten. Egal. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, das war Let's Play Need for Speed Most Wanted 2012 für die PlayStation 3. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und in der nächsten Aufnahme werden wir hier... Ach ja, ich habe gerade meinen Reifen zerstört, glaube ich, oder? Ja, genau. Hier gehen die ja so kaputt, glaube ich. Ich glaube da... Muss mal gucken, ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, jemand das gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir den Bugatti Veyron ein wenig, fertig machen. Nein. Mit dem Bugatti eine Runde fahren und den. Ja. Gut. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Hoffentlich wieder. Bis dann. Tschaußen.